Die Zeiten, dass man mit einer Videocam nur filmen konnte und mit einer Fotokamera Bilder schoss, sind schon lange vorbei. Im Konsumerbereich sind diese beiden Medien schon seit einiger Zeit zusammengeschmolzen. Herzlich willkommen bei Holgers Videotreff. Die Lumix GH1 ist die erste Systemkamera für Foto- und HD-Video. Adelheid hat diese Kamera und stellt sie uns heute näher vor. Hallo Adelheid, schön, dass du gekommen bist. Ich kenne kaum jemanden, der mit dieser Kamera auch Videos dreht. Und deswegen bin ich ganz gespannt auf deine Systemkamera. Hallo Holger, gerne zeige ich dir heute mal meine Lumix. Das ist meine Lumix GH1. Hier unten befindet sich das Fach für den Akku. Der lässt sich leicht entnehmen und auch einsetzen. Hier ist der Slot für die Speicherkarte. Unterhalb des Suchers befindet sich das schwenkbare Display. Hier wird das Menü angezeigt. Hier bin ich im Aufnahmemenü und wähle zum Beispiel verschiedene Bildverhältnisse 4 zu 3 oder 16 zu 9. Im Bewegtbild zum Beispiel die Aufnahmequalität von reduzierter Auflösung bis Full HD. Und natürlich gibt es noch weitere Programme, Setup, Mein Menü und auch das Wiedergabemenü. Über den Modus Wahlschalter habe ich einen Schnellzugriff auf optimierte Einstellungen für Porträt, Landschaft oder Sport. Danke, Adelheid. Das war ja sehr interessant. Du hast die Kamera ja noch nicht so lange und in der letzten Woche durfte ich dich ja mal begleiten, als du erste Testaufnahmen gemacht hast. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam einmal an. Ja, hier verwende ich das mitgelieferte Standardobjektiv. Das hat eine Brennweite von 14 bis 140 mm. Das spontane Filmen geht dank eingebautem optischen Steady Shot ganz gut. Grobe Verwackler werden ausgeglichen. Besser ist natürlich die Verwendung eines Dreibeinstatives. Nur dann traue ich mich, das Zoom ganz auszufahren. Das geht übrigens per Hand und nicht wie bei einer reinen Videokamera elektrisch. Um ruckelfreie Zooms zu erhalten, ist viel Übung notwendig. Ich brauche einen Adapter, um mein externes Mikrofon an die Lumix anzuschließen. Die Kamera hat einen 2,5 mm Klinke, das Panasonic-Mikrofon einen 3,5 mm Anschluss. Durch Verwendung des externen Mikrofons wird der Ton wesentlich verbessert. Für die Lumix Systemkamera habe ich mir Objektive mit verschiedenen Brennweiten angeschafft. Der Wechsel geht schnell über den Bajonettverschluss. Bei schnellen Schwenks stört mich ein leichtes Ruckeln in der Videoszene. Mit den Fotoobjektiven gelingen mir schöne Schärfenverlagerungen. Allerdings ist die Schärfe am besten durch den Sucher einzustellen. Um Objekte aus nur 15 cm Entfernung aufzunehmen, verwende ich das Makroobjektiv. Bei dieser Aufnahme finde ich es interessant,
dass der Autofokus trotz des Zauns die Schärfe richtig eingestellt hat. Hier habe ich ausprobiert, wie gut der Autofokus bei bewegten Objekten funktioniert. Ja, Adelheid, das war ja sehr interessant. Kannst du mir denn sagen, warum du dir diese Systemkamera gekauft hast und nicht eine richtige Videokamera? Ich komme aus dem Fotobereich und bin das Arbeiten mit Wechselobjektiven gewöhnt. Und seit kurzem habe ich das Videofilmen für mich entdeckt und glaube, dass ich die manuellen Möglichkeiten der Kamera auch dort anwenden kann. Danke, Adelheid. Das war ja sehr interessant, was du hier uns vorgestellt hast. Und ich bin gespannt auf deine ersten Videofilme. Das war Holgers Videotreff. Ich sage Tschüss, bis nächste Woche und ich freue mich auf Sie.